Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlau.com. Heute geht es um das Thema Feigen, genauer gesagt um das Thema, wann man Feigen umtopfen sollte, beziehungsweise die große Frage, ob man Feigen jetzt noch im Herbst, also September, Oktober, umtopfen kann, ohne dass der Feige etwas passiert. Oder, wenn wir noch weitergehen, ob man die Feigen denn auch in diesem Zeitraum direkt in den Garten pflanzen kann, also direkt in die Erde ohne Topf, und ob das der Feige auch gut tut. Diesen Fragen gehen wir jetzt einfach mal nach und ich zeige euch das jetzt anhand meiner drei recht jungen Feigen, die ich hier habe. Einmal habe ich hier die Ficus carica sultane, dann die Col d'Ame Blanche, das ist eine sehr hellfruchtige, und dann die Rouge de Bordeaux, das ist eine typisch, ja, so wie man das kennt, eine mit dunkler Haut und dunklem Fruchtfleisch Feige. Ja. Okay, gehen wir gleich zur ersten Frage über. Kann man Feigen jetzt im Herbst, weil dieses Video findet ja jetzt im Herbst statt, kann man die dann noch umtopfen? Wenn die Feige nicht draußen überwintert wird, sondern drin in einem frostfreien Bereich, was sich gerade bei so jungen Feigen anbietet, dann kann man das machen. Wir gucken jetzt einfach mal hier in diesen Topf. Der ist doch schon recht gut durchwurzelt. Da kann man also sagen, umtopfen kann man machen. Das schadet der Pflanze nicht. Wenn man jetzt rausschaut, bei euch wird das auch nicht anders sein, da ist ja immer noch Sommer. Obwohl, man, wenn man jetzt zurückblickt, es früher schon jetzt richtig schön herbstlich, kühl und nass war und teilweise vielleicht sogar schon die ersten Fröste da waren. Das war vor einigen Jahren so. Momentan ist wirklich noch Sommer draußen. Bei solchen Wettersituationen, wo man sich sicher sein kann, dass es jetzt noch über die nächsten Wochen warm ist, kann man die Pflanzen natürlich problemlos umtopfen, weil solange sie es warm haben, kommen sie gar nicht erst auf die Idee, in die Ruhephase überzugehen. Denn die richten sich ja einfach nach den Umgebungstemperaturen, solange da nicht irgendwie, sag ich mal, ein kleiner Nachtfrost kommt und die Pflanze sagt, oh, es wird Zeit, in die Ruhephase überzugehen, wird die das auch gar nicht machen. Es ist warm, die Pflanze fühlt sich wohl, die Wurzeln wachsen. Warum sollte man sie also nicht umtopfen? Wie gesagt, wenn es eine junge Pflanze ist, dann kann man, oder es kann auch eine ältere Pflanze sein, wenn sie warm überwintert wird, also relativ warm, frostfrei drin überwintert wird, dann geht das. Auspflanzen in den Garten würde ich einfach noch nicht machen. Die Sache ist die, wenn man sich hier eine junge Feige kauft. Zum einen, man weiß nicht, wie sie in der Gärtnerei kultiviert worden ist. Das kann ein schnell gezogener Steckling sein, der sehr, sehr viel Stickstoff hat, der sehr schnell nach oben gewachsen ist und dann einfach so verkaufsfähig gemacht worden ist. Man weiß es nicht. Sicher ist, umtopfen und im Frühjahr schauen, wie sie sie austreibt und dann mit dem entsprechenden Dünger dafür sorgen, dass die Pflanze schön kompakt und kräftig wächst. Denn hier ist auch noch nicht alles so schön großartig verholzt, dass man sagen kann, dass er Winter hat. Das ist das eine. Wenn man sie warm überwintert, kann sie in den Topf schön hineinwurzeln. Also gar kein Problem, vor allem wenn es hell ist, dann merkt sie, oh, ich bleibe einfach aktiv. Wurzel durch und dann kann man sie im Frühjahr auspflanzen. Das hat nämlich den entscheidenden Vorteil, im Herbst wird sie nicht so einwurzeln, wie man sich das vorstellen würde als Gärtner. So, ja, es ist warm, ich setze sie raus, sie wurzelt ein, wird schon passen. Das ist relativ unwahrscheinlich, außer es ist ein geschützter Standort. Müsst ihr im Garten schauen, wie es bei euch passt. Natürlich kann man sie so lange draußen stehen lassen, bis es noch nicht so weit unter Null geht. So 0 bis 5 Grad wäre noch ganz gut. Da passiert auch noch gar nicht groß was. Das ist erst, wenn so richtig tiefe Fröste kommen. Man kann natürlich auch ein Vlies darüber werfen, aber zum Thema Winterschutz kommt noch ein Video. Ja, was für eine Topfgröße sollte man wählen, wenn man sie denn jetzt umtopfen möchte? Ich habe jetzt hier ein Beispiel, das ist jetzt ein, ich glaube, das war der 10-Liter-Topf, genau, der 10-Liter-Topf, nicht der 7,5-Liter-Topf. Wenn man das jetzt hier vergleicht, meiner Meinung nach wäre das jetzt eine Nummer zu groß. Da würde ich den 7,5-Topf oder den 5-Liter-Topf einfach mal wählen. Vor allem
Auch wenn man weiß, im Frühjahr möchte man sie umpflanzen, dann braucht der Topf hier nicht viel größer sein, denn bis zum Frühjahr wird sie eh nicht das ganze Volumen ausgefüllt haben. Lieber ein bisschen kleineren Topf und dann in den Garten pflanzen. Und wenn man das jetzt in so einem großen Kübel nächstes Jahr haben will, kann man das auch im kleineren Topf überwintern. Der Vorteil ist, man hat ein viel geringeres Erdevolumen, wo weniger Wasser gehalten wird und die Pflanze dann nicht wegfaulen kann. Ich bin jetzt momentan übergegangen, habe sehr, sehr viele Pflanzen, meine Kräuter, auch Teil meiner Chilis, in diese hohen 5 Liter Töpfe gepackt. Die finde ich eigentlich ganz praktisch. Einmal hat er ein relativ großes Erdevolumen, aber eine relativ geringe Stellfläche. Das bietet sich einfach an. Solche Töpfe gibt es auch in 10 Liter. Da ist das dann auch nicht viel, viel mehr von der Fläche, was diese Töpfe einnehmen. Und gerade bei Chilis, wenn man viele Chilis hat, bekommt man sehr, sehr viele Pflanzen auf eine kleine Fläche. Das nur aber so nebenbei. Und ihr seht, hier habe ich schon die Rouge de Bordeaux in diesen Topf eingepflanzt. Hier fehlt dann noch ein bisschen Substrat. Richtig geraten. Ich nehme gerade Kokossubstrat, weil sich das einfach insgesamt anbietet. Ich finde, das ist auch ein sehr gutes Substrat, wenn es darum geht, Pflanzen draußen zu überwintern, weil einmal das ist sehr, sehr luftig. Das hält jetzt nicht so extrem die Feuchtigkeit und selbst wenn dann das Substrat noch nass wäre und ihr wisst, wenn Wasser gefriert, dann dehnt sich das aus, die Kristalle wachsen und dann kommt Druck. Hat man hier, dadurch, dass das ja so eine gewisse federnde Eigenschaft hat, auch nicht das Risiko, dass dadurch die Wurzeln zu sehr Schaden nehmen und dann durch den steigenden Druck, durch die Ausdehnung des Wassers, wenn es gefriert, die Wurzeln abgequetscht werden. Natürlich sollte man darauf achten, dass die Feige gut eingepflanzt wird. Viel tiefer als im Originaltopf würde ich es jetzt nicht unbedingt machen. Man kann ein bisschen drüber pflanzen, das macht nichts. Eine Feige treibt auch immer wieder von unten nach aus und von daher einfach ein bisschen einpflanzen. Immer wieder darauf achten, dass da ein Gießrand vorhanden ist. Auch gerne etwas anklopfen, dann ist die ganze Geschichte eingetopft. In diesem 5-Liter-Topf, also von dem Volumen 2 bis 3 Liter zu 5 Liter, ist genau das richtige Verhältnis, dass die Pflanze sich noch ein bisschen einwurzeln kann, wenn die nächsten Wochen oder sagen wir der September noch warm ist. Und dann fühlt sie sich wohl, dann kann man sie schön in eine entweder warme, helle Ecke stellen, damit sie weiter wachsen kann, oder eine kühle, dunkle Ecke stellen, damit sie dort überwintert werden kann. Wenn es kühl und dunkel ist, schmeißt sie die Blätter ab. Wenn es warm und hell ist, lässt sie die Blätter dran und wird weiter wachsen. Und dann können wir uns im nächsten Jahr um das Thema kümmern, wenn man Feigen auspflanzt oder in einen größeren Kübel setzt und wie er sich dann auf der Terrasse entwickelt. In einem der nächsten Feigenvideos geht es um das Thema Düngen. Das ist sehr, sehr wichtig, denn es kommt auf die Nährstoffzusammensetzung an. Und da ist es sehr wichtig, den entsprechenden Nährstoff zu nehmen, denn sonst hat man Pflanzen, die wachsen zwar super schnell wie eine Rakete und am Ende überleben sie den Winter erst recht nicht, weil sie einfach zu schnell waren. Ja, ich hoffe, ich konnte euch die Frage beantworten, ob man sie im Herbst oder im Frühjahr umpflanzen sollte. Man kann es im Herbst machen, hängt davon ab, wie sie überwintert wird. Idealerweise, ihr wisst bei allen Pflanzen, dass egal ob Orchidee, ob Oleander, ob Zitrus, ob dies oder das oder jenes, bei allen Pflanzen bietet sich eben das Frühjahr an, weil da ist so die Pflanze am aktivsten, beziehungsweise sie kommt so langsam aus der Winterruhe, will wachsen und da topft man in der Regel um. Ja. Und natürlich bei so einer langen Pflanze bietet sich auch für das nächste Video an eine Stecklingsvermehrung von Feigen. Das gibt es dann auch in den nächsten Videos. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt zum Thema Feigen, schreibt es auch in die Kommentare. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao und wir sehen uns.